So, Freunde, Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu ETS 2. Dies hier ist Part 87. Mein Name ist Dero100, immer noch. Und ja, wir befinden uns hier auf der Landstraße Richtung St. Petersburg. Wir sind vor kurzem erst wieder in Russland reingefahren, dadurch, dass wir, weiß nicht, eine Umgehungsstrecke durch Weißrussland nehmen mussten oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir cruisen hier jetzt mit 70 über die Landstraße, also knapp 70, 68 ist der Tempomat hier eingestellt. Jetzt ist mein Tempomat wieder rausgeflogen, obwohl ich das Kabel gar nicht berührt habe. Ist ja wunderbar. Niedriger Tankfüllstand. Ja, bei der nächsten Tanke sollten wir eventuell tanken. Ich habe gerade voll gespuckt. Voll so auf den Popschutz gespuckt. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hört sich das total pervers an. Ich hab auf deinen Popschutz gespuckt. Gott sei Dank seht ihr mich jetzt gerade nicht, weil ich bin jetzt gerade übelst am Kopfschütteln. Manchmal, ich laber so viel Scheiße manchmal, das ist echt unglaublich. Vor allem habe ich ab und zu mal so Phasen, gerade wenn ich wirklich richtig viel Bock habe aufzunehmen, ja? Wenn ich richtig, richtig Lust und Laune habe, dazu aufzunehmen, und dann gehe ich da schon so übermotiviert an die Sache ran, und dann bin ich nur noch am Scheiße reden, ohne Witz. Da kommt nur Scheiße bei raus, wenn ich den Mund aufmache. Nur Scheiße. Was irgendwie eklig wäre, wenn es wirklich so wäre. Wenn da wirklich Scheiße rauskommen würde. Seht ihr? Genau das meine ich. Genau das meine ich. So, wir haben noch 450 Kilometer vor uns, Leute. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das schaffe ich in diesem Part wohl eher nicht mehr. Selbst wenn ich hier jetzt mit Vollgas über die Landstraße flitzen würde, ich glaube, das wird nichts mehr. Das hier ist allerdings jetzt auch der letzte Part für heute. Das heißt, wenn ich das nicht mehr schaffe, ja, muss ich irgendwo stehen bleiben und so einen Cut machen. Drei Parts für einen Tag, das reicht erstmal, das langt mir hoffentlich übers Wochenende. Ich werde heute Abend, wenn ich es denn hinbekomme, entweder Need for Speed Underground 2 nochmal aufnehmen oder halt eben Metro 2033. Ich tendiere allerdings eher zum... Nein! Zum Metro 2033, weil ich das jetzt schon länger nicht mehr aufgenommen habe. Wieso bin ich denn nicht langsamer geworden? Ich habe doch gesehen, dass es hier so dorfmäßig abgeht. Verdammt nochmal. 550 Euro Strafe habe ich jetzt bezahlt. Super. Ich habe nicht mal auf die Schilder geachtet. Ich bin so konzentriert mit dem Reden. Konzentriert mit dem Reden? Nein, so beschäftigt mit dem Reden. Unglaublich. Einfach unglaublich. So. Die Straße gefällt mir. Wirklich. Sie gefällt mir. 80 ist erlaubt. Ja. 69, Tempomat lassen wir jetzt hier drin. Ich hoffe, dass er drin bleibt. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich muss allerdings eh gleich runterschalten, so wie es aussieht. Oh, da kommt ein Bahnübergang, also ist es gar nicht mehr so schlecht, dass wir langsamer werden. Und natürlich, es blinkt rot, das heißt, wir müssen erstmal wieder warten, wobei der Zug hier schon am Vorbeifahren ist. Oh, super. Cool, können einfach durchfahren. Bis nicht stehen bleiben. Das finde ich ja mal cool. So, trotzdem gucken wir nach links und nach rechts. Ja, Leute. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, falls ihr die letzten Parts gesehen habt, dass wir jetzt genug Geld haben für eine zweite Garage. Ich weiß allerdings noch nicht, wo wir diese kaufen werden. Ich habe jetzt schon in einigen Parts gesagt, dass ihr entscheiden dürft, wo wir uns breit machen wollen. Natürlich habt ihr die Entscheidung, in jedem Land abzustimmen. Also, falls ihr die TSM Map Mod noch nicht kennt, dann tut es mir leid. Aber für die, die es... Ich will jetzt die komplette Map nicht schon wieder zeigen. Das habe ich jetzt oft genug gemacht. Also, ihr habt auf jeden Fall Europa. Praktisch jedes Land, was euch in Europa einfällt, da könnt ihr stimmen. Die Stadt wäre jetzt nicht so wichtig. Die Stadt würde ich mir dann eventuell selber aussuchen. Aber zumindest das Land. Oh, okay. Und hier kommt wieder... Ja, au, au, au. In seiner kaputten Straße. Au. Ihr merkt das vielleicht nicht, aber ich spüre diese Unebenheiten auch
auf dem Lenkrad, also an dem Lenkrad oder in dem Lenkrad, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Das Lenkrad vibriert und schlägt da so ein bisschen rum. Das Force Feedback natürlich, sind zwei Motoren in dem Lenkrad verbaut. Ich habe allerdings mein Force Feedback relativ niedrig eingestellt, weil ich dieses Klackern im Hintergrund nicht mag. Ich habe dann immer Angst, irgendwie, ich mache das Lenkrad kaputt. Das hört sich halt irgendwie so unnatürlich an. Und ich glaube, deswegen wäre das Thrustmaster vielleicht doch besser gewesen. Aber ganz ehrlich, auf so ein bisschen Hintergrundgeräusche und so gebe ich eh einen Scheiß. Ich habe ja Kopfhörer auf beim Zocken. Und eigentlich zocke ich mit Lenkrad mittlerweile auch wirklich nur noch ETS 2 und das auch dann nur, wenn ich aufnehme. Das Einzige, was ich selber für mich selber zocke im Moment, ist GTA 5 auf PC. Das spiele ich mich aber auch mehr mit Mods rum und mit dem Native Trainer und so weiter und so fort. Also ich gebe da ehrlich gesagt einen Scheiß auf hier die Story und so, weil ich die schon zweimal durchgespielt habe. Eigentlich habe ich sie jetzt dreimal durchgespielt, weil ich habe wirklich, bevor ich angefangen habe zu modden, habe ich die tatsächlich nochmal auf dem PC durchgespielt. Ihr müsst wissen, ich habe GTA 5 vor 2 Jahren zu Weihnachten geschenkt bekommen, und zwar für die Xbox 360. Dann habe ich es mir selber nochmal gekauft für die Xbox One. Hab dann natürlich auf beiden Konsolen die Story gespielt und dann habe ich es mir jetzt nochmal geholt für PC. Da habe ich jetzt auch die Story durchgespielt. Also ich habe die Story praktisch dreimal durchgespielt. Ich bin jetzt auch am überlegen, ob ich das eventuell let's playen soll. Allerdings jetzt nicht in naher Zukunft, weil ich ehrlich gesagt habe, ich habe andere Projekte geplant im Moment. Auf jeden Fall die Dead Space Reihe. Also für diejenigen, die sich darauf freuen sollten und Dead Space mögen. Oh ja. Die Dead Space Reihe. Die Dead Space Reihe wird allerdings erst dann starten, sobald ich spätestens Metro fertig habe. Also nach Metro 2033 wird natürlich auch Metro Last Light kommen, das ist natürlich klar. Da werde ich dann direkt anknüpfen, so dass das noch passt. Oh, hier ist ein Fluss. Schön, sieht schön aus. Oh, der Baum, der ragt aber weiter auf die Straße. Ja, noch 350 Kilometer. Wir haben gerade mal 100 Kilometer geschafft in den letzten 7 Minuten. Das ist ja echt grausam, ey. Echt grausam. Nochmal 100 Kilometer sind 14 Minuten. Nochmal 100 Kilometer. 250, 150. Dann wären wir bei 21 Minuten in etwa. Ja, das wird heute nichts mehr. Das wird definitiv nichts mehr. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie vergessen, noch was zu sagen. Ich wollte bestimmt noch irgendwas sagen zu den Projekten und sowas. Aber irgendwie ist es mir komplett entfallen. Ja, ich weiß, Leute, ich bin etwas schnell auf der Landstraße unterwegs. 71 km/h. Wobei ich denke, die meisten von euch brettern hier eh mit 90 lang. Oder falls ihr die Geschwindigkeitsbegrenzung sogar aus habt, hier mit 160. So wie ich manchmal auf dem Online. Apropos Online. Ich wurde letztens gefragt, wann ich denn mal wieder ETS 2 Online spiele. So, das Ding ist jetzt, ich selber habe jetzt diese Woche komplett gar nicht geschafft aufzunehmen, außer jetzt heute. Morgen werde ich wahrscheinlich gar nicht schaffen aufzunehmen, das heißt, online wird es auch nicht mehr kommen. Heute Abend habe ich Metro geplant oder Underground 2, je nachdem, auf was ich eher mehr Bock habe. Online, ich will nochmal zu ETS 2 Online was sagen, und zwar ETS 2 Online... Also Multiplayer, sagen ETS 2 Multiplayer, ist ein Nebenprojekt. Ein Projekt, eigentlich ist es nicht mal ein Nebenprojekt. Es ist so ein Projekt, ich weiß nicht mal, ob ich das wirklich Projekt nennen kann, aber ETS 2 Multiplayer wird wirklich nur gelegentlich kommen. Also wirklich, ich habe von Anfang an gesagt, so mindestens, also höchstens zweimal im Monat, aber öfter auch nicht. Ihr müsst wissen, ich bin kein Multiplayer-Fan, vor allem nicht von ETS 2. Also ETS 2 Multiplayer macht schon Bock, allerdings nur, wenn man mit den richtigen Leuten spielt. Und das Problem ist halt eben, dass ich es jetzt im Moment nicht schaffe, mit den richtigen Leuten zu spielen. Die Leute sind ja da. Die sind da. Aber manchmal hat er keine Zeit, meistens habe ich keine Zeit und dann, ja, ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Meistens ist es echt so, dass ich keine Zeit habe, leider. Und es irgendwie nicht hinbekomme. Deshalb, ETS 2 Multiplayer ist wirklich so nur so eine gelegentliche Geschichte, was wirklich eher selten kommt. Ich konzentriere mich wirklich auf dieses Projekt, auf dieses Hauptprojekt, ETS 2 Singleplayer. Wie gesagt, das ist mein Hauptprojekt. Ich
Ich habe mit ETS 2 relativ früh angefangen gehabt, schon vor 2-3 Jahren, wo ich damals angefangen habe mit Let's Play und so. Ich hatte jetzt ja 1,5 Jahre Pause wegen der Ausbildung und auf Reha war ich ja auch, vor der Ausbildung sogar. Und da hatte ich ja schon eine Pause. Ich war 3 Monate auf Reha. Ja, da ist dann nichts mit Let's Play. Und weil ich dann auch die Chance gehabt hatte auf die Ausbildung, habe ich gedacht, jetzt brauchst du mit dem Let's Play nicht wieder anfangen. Ich habe eigentlich geplant gehabt, dass ich nach der Ausbildung eventuell Let's Plays weitermache. Ja, jetzt ist es doch früher schon so gekommen und habe jetzt am 24. Juli, ich hoffe, ich irre mich nicht, am 24. Juli, glaube ich, habe ich wieder angefangen mit den Let's Playen. Ja, und ich bin froh drum, weil ich habe es wirklich vermisst. Es ist ein Hobby. Ich meine, ich zocke gerne. Da steht ein knallroter Panzer. Was soll denn das jetzt? Ich muss unbedingt mal gucken wegen dem Mod. Ignoriert den Panzer einfach. So, hier stehen ganz schön viele LKWs. Was sollte ich jetzt sagen? Ja, so mit Zocken, selber zocken, für sich alleine. Ja. Ja, toll. Ich muss natürlich mal wieder pennen. Sag mal, an wie vielen Tankstellen bin ich jetzt mittlerweile eigentlich wieder vorbeigefahren? Ohne Scheiß. Ich habe 70 Kilometer kann ich noch fahren? Oh, fuck. Ich habe das voll vergessen, dass ich tanken muss. Und jetzt muss ich natürlich auch noch mal schlafen. Oh, nö. Scheiße. Nee, Leute. Ich werde hier umdrehen und dann werde ich hier Stopp machen. Ich muss schlafen und tanken. Ich muss hier definitiv umdrehen. Ich kann nicht weiterfahren. Die 70 Kilometer schaffe ich nicht und ich habe keinen Bock, irgendwo hängen zu bleiben. So, hört auch irgendwann mal die Leitplanke auf oder ist die jetzt hier durchgehend? Ne, da vorne hört sie auf. Gut. So, da hinten geht's runter in den Graben. Da will ich natürlich nicht stecken bleiben. Ich fahre einfach mal so weit rein wie möglich und lasse die an mir vorbeifahren. So, und ja, das ist jetzt natürlich ziemlich beschissen, was ich hier mache, weil hier auch noch eine Kuppel ist und ich gar nicht rechtzeitig sehen kann, ob da jetzt einer kommt oder nicht. So, ihr könntet vorbeifahren. Ich mache mal Warnblinklicht aus, weil ich glaube, denken, dass sie da vielleicht nicht vorbeifahren können. Huch. Ja, ihr könnt durch. Da kommen jetzt natürlich ein Haufen LKWs. Scheiße. Habe ich mir natürlich den richtigen Platz gesucht zum Wenden. Jo. Jo, ich habe schon gecheckt. Ich muss schlafen und ich muss tanken. Ich habe das voll verpeilt, ohne Witz. Gibt's doch gar nicht. Ich würde ehrlich gesagt... Alter, was da hinten alles kommt... Okay, Leerlauf, Feststellbremse und wir müssen jetzt erstmal warten. Mann, habe ich eine Schlange hinter mir gehabt. Wieso habe ich das so verpeilt? Ich war so vertieft mit dem Reden, so beschäftigt damit. Ist ja wirklich schlimm, ey. Ah, gut, wenigstens kommt da nicht noch mehr. Das ist super. Der weiße Renault mit dem Jungheinrich-Trailer ist... Erstmal der letzte, wobei da kommt jetzt noch einer. Ob ich den zuvor fahre, ich weiß nicht. Ich glaube, bis die da durch sind, ist der schon da. Ja, tatsächlich. Oh Mann, ich habe das doch da vorbei. Wie blöd kann man nur sein. So, das heißt, ich fahre jetzt zurück in die Stadt, tanken und dann schlafen. Wie lange dürfen wir noch fahren? 50 Minuten. Okay. So, Leute. Okay, da kommt jetzt noch ein PKW. Ich hoffe, dass ich das hier überhaupt schaffe, hier zu drehen. Oh, da kommt jetzt... Oh. Macht schneller. Wenn da jetzt noch mehr kommt, dann flippe ich aus. Da kommt noch ein LKW. Aber ist mir jetzt egal. Jetzt bilden die hier natürlich einen Stau. Ich bilde jetzt auch gleich mal einen Stau. Ich kann nicht noch länger warten, ohne Scheiß. So, Warnblinklicht.
Ich hoffe, dass ich das hier überhaupt gemanagt bekomme. Das müsste aber klappen. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. So, wunderbar. Wir haben es geschafft. Oh, Mann. Das hätte ich mir jetzt auch sparen können. Hätte ich einfach nur mal drauf aufgepasst, dass ich hier irgendwann mal tanke. Ich bin mindestens an 5 Tankstellen vorbeigefahren, seitdem ich das letzte Mal gesagt habe, oh, an der nächsten Tankstelle müssen wir tanken. Oh, Gott, ärgert mich das jetzt. Ich hätte mir das nämlich echt sparen können. So, und wir sind auch bei 15,5 Minuten. Das heißt, mit der Zeit passt es dann doch ganz gut. Das heißt, die restlichen Kilometer werden wir dann halt eben im nächsten Part fahren. Knapp 300 Kilometer. Ich glaube, das packen wir dann in Part 88 dann. Jetzt fahren wir halt nochmal an einem roten Panzer vorbei. Wunderbar, wunderbar. So, hier auf dem Parkplatz links werden wir dann schlafen gehen. Weil ich habe keinen Bock, mich andauernd immer nur an Tankstellen hinzustellen, weil das wird langweilig. Auch mal Abwechslung haben. So. Aber ich finde es cool, dass hier eine Tankstelle mitten in der Stadt ist. Kommt ja auch nicht so oft vor. So, hier in der Stadt habe ich relativ niedrige Frames. Guck mal, hier wäre sogar schon eine Garage. So, da kommt jetzt noch einer. Der Bus will hier auch rein, aber den Bus, den fahre ich vor. Ich will ja eben nur hier rein und schnell tanken. Ja, ich weiß, ich muss schlafen. Ist okay. So, ich muss schlafen und ich muss tanken. Und meine Wahl fällt erstmal auf tanken. Schlafen kann man danach. So. Motor aus. So, dann werden wir mal den Tank wieder voll machen hier. Der Dieselpreis, der Liter kostet 62 Cent. Leute, wenn das ein Preis hier in Deutschland wäre, dann würde ich mir extra dafür einen 10.000 Liter Tank bauen lassen. Hier in meiner Garage. Ich würde das Auto dafür sogar ausstellen und dann erstmal 10.000 Liter tanken. 62 Cent pro Liter. Alter Schwede. Müsst ihr euch mal geben. Das Lustige ist ja, damals war der Sprit ja sogar noch billiger. Ja, da waren es vielleicht mal 62 Pfennig. Das wären heute 31 Cent. Stellt euch das mal vor. Fahre ich echt den Bus jetzt voraus? Ja, ich fahre da raus. Ja. Da war das Zeug echt billig. Leider ist es heute ja nicht mehr so. Alles nur Geldmacherei und von wegen Knappheit hier. Leute, alles, was wir jetzt schon aus der Welt rausgeholt haben, da wäre die Welt, ohne Scheiß, wenn das alles stimmen würde, dann wäre die Welt schon dreimal leer gepumpt gewesen. Aber was wir jetzt schon alles rausgeholt haben aus Mutter Natur, das ist echt wahnsinnig. So, ich bin jetzt, alles klar, wir können hier also direkt pennen schon. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich werde mich hier direkt neben den roten Renault stellen. Und zwar ein bisschen so, dass auch so ein bisschen Abstand ist zwischen uns. So. Ich stehe natürlich mal wieder nicht perfekt gerade, aber drauf geschissen jetzt erstmal. So. Motor aus. Und ja. So kann man stehen lassen. So, hier sehen wir jetzt auch nochmal die beiden. Der alte AE Magnum und der etwas neuere Magnum halt eben. Ja. Die beiden nebeneinander. Guck mal, was Feines. So, sie werden müde. Nein, ich bin müde. Deshalb werde ich jetzt auch direkt schlafen. So, Leute. Das war's mit Part 87. Mein Name ist der U100 und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Alter, wir sind wieder unter 180.000 Euro. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und Spaß gemacht hat. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, lasst mir doch bitte ein bisschen Feedback da. Ich würde mich mega darüber freuen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im Part 88. Bis dann, haut rein. Ciao.